Herzlich willkommen zur 14. Episode von Lichtblog Professionals. Hier interviewen wir Experten, wenn es ums Thema Licht, Lifestyle und Schlaf geht. Und in dieser Episode bin ich extra für euch nach Berlin gefahren. Ja, ich interviewe hier die wundervolle Dr. Simone Koch. Und wir reden über viele Themen, Gesundheit allgemein, ja, Erbrechen in der Schwangerschaft, ihre Story allgemein, Thema Schilddrüse natürlich, Umgebung, Schlaf natürlich auch und was so ihre Hauptprioritäten sind und auch was sie in der Zukunft vorhat. Also aus meiner Perspektive eine sehr gelungene Folge und es wird euch Spaß machen oder ihr werdet viel rausziehen. Und ja, schaut mal auf lichtblog.shop vorbei, dort gibt es richtig coole Blaulichtfilterbrillen, seht ihr auch hier im Video, wenn ihr auf YouTube schaut. Und ich wünsche euch viel Spaß damit, schreibt uns gerne für Fragen und let's go. Okay, das ist jetzt super random. Also, herzlich willkommen zum neuen Lichtblog Professionals Podcast und ich sitze hier mit der wundervollen Dr. Simone Koch in ihrer Praxis. Hallo, ja, es ist irgendwie gefühlt 40 Grad, wenn gerade so ein paar heiße Tage und ja, erstmal herzlich willkommen. Ja. Ich sag herzlich willkommen, schön, dass du hergekommen bist. Ja, freut mich. Ja, Simone, du bist Ärztin und ich kenne dich nur so aus der Vergangenheit, also da, wo es so angefangen hat, wo ich von dir mal jetzt gehört habe, ging alles ums Thema Schilddrüse. Mhm. Vielleicht kannst du dich nochmal kurz vorstellen, wo du so ein bisschen herkommst und dass wir dann mal in dieses Thema reingehen, ob das noch so aktuell ist oder auch nicht. Ja. Also wo komme ich her? Also du meinst wahrscheinlich ja professionell. Also ansonsten komme ich aus Schleswig-Holstein, aber ich bin eigentlich, also ich habe die Weiterbildung zur Gynäkologin und Geburtshelferin gemacht, auch komplett, also bis zum Schluss hin und habe aber nach der Geburt meines ersten Sohnes habe ich eine postpartale Thyroiditis entwickelt, habe da selber sehr, sehr mit zu tun gehabt. Dann habe ich das aber eigentlich, also da war mir das noch nicht so richtig abschließend klar, was das alles bedeutet. Das fing an mit extremen Schlafstörungen nach der Geburt, also wirklich extrem. Ich hatte so ab einer Woche nach der Geburt konnte ich nicht mehr schlafen. Krass. Und mit nicht mehr schlafen meine ich wirklich nicht mehr schlafen. Also ich habe, wenn es hochkommt, eine Stunde pro Nacht geschlafen. Und das ist, da habe ich einfach für mich gelernt, dass Schlafentzug eine Foltermethode ist, das hat seine Berechtigung. Ja. Und dann bin ich halt zu diversen Ärzten und alle haben mir erzählt, ich habe eine postpartale Depression. Und natürlich war ich halt auch ein bisschen gaga, weil ich hatte ja seit Ewigkeit nicht geschlafen. Und wenn man halt nur eine Stunde pro Nacht schläft und dann halt noch ein kleines Baby hat, dann wird man emotional doch auch ein bisschen empfindlich. Und natürlich habe ich halt bei jeder Gelegenheit angefangen zu heulen und war super gereizt und keine Ahnung. Aber ich habe halt versucht, denen klarzumachen, ich habe auch eine ganz gute Vorstellung, was eine Depression ist und ich fühle mich überhaupt nicht depressiv. Und ich habe halt auch keine Bindungsprobleme zu meinem Kind oder irgendwas. Ich habe in 2 Wochen 9 Kilo abgenommen. Ich hatte unfassbaren Haarausfall. Ich hatte einen super schnellen Herzschlag, also ich hatte eigentlich alle, also es gibt halt für eine Schilddrüsenüberfunktion die sogenannte Mersenburgsche Trias, dazu gehört eigentlich auch noch, dass die Augen rausquellen, das hatte ich nicht, aber ansonsten den Rest hatte ich halt alles. Ja. Und aber alle wollten mir nur eine postpartale Depression einreden, bis zu dem ja, Gipfelpunkt, wo eine Heilpraktikerin mir dazu geraten hat, ich solle doch mal 2 Wochen alleine an die Ostsee fahren, ohne das Kind. Wo ich dann halt gesagt habe, ey, Ihnen ist schon klar, dass ich einen vollgestillten Säugling hier habe, der gerade 4 Wochen alt ist. Ja. Und dann hatte ich keinen Bock mehr, dann habe ich mir selber Blut abgenommen und habe halt versucht rauszufinden, was mit mir nicht stimmt und habe dann extrem erhöhte Schilddrüsenwerte gefunden. Und so kam ich halt quasi zur Schilddrüse als Gynäkologin, wo ich bis dahin wenig Berührungspunkte hatte. Und dann habe ich alles dazu gelesen, was ich finden konnte. Ich bin halt ziemlich nerdig. Ich kann mich für bestimmte Themen extrem begeistern, kann da einen ganz starken Hyperfokus entwickeln. Und dann ja, habe ich mich da halt total eingelesen, habe versucht, mir selber zu helfen. Ja. Habe dann viel rausgefunden so über natürliches Schilddrüsenextrakt und so. Also hatte dann halt, ich hatte keine Antikörper, also zu keinem Zeitpunkt, aber hatte halt im Ultraschall das typische Bild von einer Thyroiditis. Ja. Und habe dann in diesem Zuge für mich halt auch rausgefunden, dass ich eine nicht diagnostizierte Zöliakie habe. Die Zöliakie geht ja ganz oft mit einer Hashimoto-Thyroiditis einher. Also 14% aller Hashimoto-Erkrankten haben auch eine Zöliakie. Und ungefähr die Hälfte aller Zöliakie-Erkrankten haben auch eine Hashimoto. Also super oft, dass das miteinander einhergeht. Aber deine Symptome waren
Überfunktionssymptome? Zunächst ja, ja. Zunächst ja, okay. Und dann aber ist das halt, nachdem das weg war, ist es in eine Unterfunktion gekippt. Okay. Und dann war ich halt super müde und erschöpft, aber da wusste ich ja schon, worum es geht. Und dann habe ich halt angefangen, mich medikamentös zu behandeln, ja. Und habe dann angefangen, das war so die Paleo-Zeit, so Paleo 360, ja. Und ich weiß nicht, was es da sonst noch alles so gab, aber die großen Paleo-Gruppen bei Facebook. War das so 2015 oder was? So 2014 oder? Nee, 2011 war das tatsächlich. Okay, ja. Also noch so in der ganz frühen Anfangsphase. Und da war ich dann halt in sich Gruppen und war dann halt absolut in der Paleo-Szene drin und habe dann halt ganz streng Paleo gegessen, wirklich damals religiös streng. Also ich habe jeden Scheiß selber gemacht, also alles. Und es gab damals halt auch noch nichts zu kaufen in der Richtung, also so Clean Eating war damit einfach noch nicht angesagt, es gab ja. halt noch nichts Vernünftiges. Knochenbrühe musste man immer selber machen, gab es halt nichts zu kaufen, Sachen ohne Zucker gab es nicht, also musste alles irgendwie und ja, habe mich da dann halt so eingefuchst und dann wurde das halt auch ziemlich gut und ja, dann habe ich halt wieder angefangen zu arbeiten, relativ schnell, naja gut, nach einem Jahr ungefähr, habe dann in der Praxis gearbeitet und... Als Gynäkologin? Ja, als Gynäkologin. Okay. Und das war soweit dann auch alles okay und dann wollten wir halt gerne ein zweites Kind und dann bin ich halt auch so knapp nach einem Jahr wieder schwanger geworden. Und bis zu dem Zeitpunkt hatte ich auch wieder mein Gewicht wie vor der Schwangerschaft, habe mich eigentlich gut gefühlt, war alles in Ordnung. Zweite Schwangerschaft, ich habe in beiden Schwangerschaften Hyperemesis, also wo ich halt sehr, sehr viel gebrochen. Aber zum Ende der Schwangerschaft hin ging es mir halt eigentlich auch echt gut und war soweit alles in Ordnung. Und dann nach der zweiten Geburt, nach 3 Monaten, also beim zweiten war dann das Problem, ich musste nach 6 Wochen wieder anfangen zu arbeiten. Weil meine Kollegin und ich, also wir waren 2 angestellte Ärztinnen in dieser Praxis und es war so eine ganz bescheuerte Situation. So, ich war irgendwie 6., 7. Schwangerschaftswoche, da kam sie zu mir ins Büro und sagte, Simone, tut mir leid, wir müssen reden. Kannst du diesen Sommer durcharbeiten und keinen Urlaub nehmen? Ich bin schwanger. Und ich gesagt, Anne, kann ich nicht, ich auch. Und dann waren wir halt beide in der gleichen Woche und meine Chefs sind natürlich durchgedreht, weil die halt auf uns beide nicht verzichten konnten. Und dann habe ich mich echt, muss man sagen, emotional erpressen lassen, ganz, ganz schnell wieder anzufangen zu arbeiten. Ja. Und zusätzlich hatte ich halt noch mein eigenes selbstständiges Business. Zu der Zeit war ich als Prä- und Postnataltrainerin tätig und als High-Intensity-Intervalltrainerin. Und hatte ich auch eine Schwangerschaftsvertretung, die dann das eigentlich auch danach halt noch länger übernehmen sollte. Und die hatte dann eine Bronchitis. Das heißt, Ende vom Lied war, noch im Mutterschutz quasi, habe ich sowohl in der Praxis als auch mit meinen Kursen wieder voll angefangen zu arbeiten. Und das ging eine Weile lang gut. Und ich weiß nicht, so nach 3, 4 Monaten bin ich dann einfach komplett, also ist mein gesamtes System irgendwie gecrashed. Und dann war ich so müde und erschöpft, also so, ich war nach der Arbeit so tot, ich konnte nicht vom Sofa aufstehen. Also meine Kinder haben geweint, weil sie Hunger hatten und ich konnte nicht aufstehen, um ihnen was zu essen zu machen. Und das ist einfach was, wer keine echte Fatigue erlebt hat, kann sich nicht vorstellen, wie das ist. Ja. Weil man halt immer denkt, oh, jetzt krieg doch mal einen Arsch hoch. Und es ging einfach nicht. Und ich habe dann wirklich auch, also ich war bis dahin immer, ich hatte immer mit meinem Gewicht so ein bisschen zu kämpfen und hin und her. Also ich war nie jemand, der natürlich schlank war und essen kann, was er will. Aber ich war nie übergewichtig. Und ich habe dann in dieser Zeit in 3 Monaten 35 Kilo an Gewicht zugenommen. Gefühlt und immer noch unter einer absolut strengen Paleo-Ernährung. Ich habe keinen Zucker gegessen, ja. Ich habe kein Getreide gegessen. Also wo man halt denken würde, wie kann denn das bitte sein? Was halt zum einen damit zu tun hatte, dass mein intuitives Essen völlig off war. Also retrospektiv, wenn ich halt drüber nachdenke, habe ich halt an so einem Tag mal gerne so 2 Tüten Nüsse gegessen oder so, die halt einfach dann auch enorm... Das ist das Problem mit Paleo, dass ich habe auch so viel, ich habe Tonnen an Nüssen gegessen. Ja, genau. Ja. Paleo ist nicht zwangsweise und das ist halt das, was man in der Praxis auch ganz oft erlebt. Frau Doktor, am Essen kann es nicht liegen, ich esse super gesund. Ja. Und man kann auch mit super gesunder Ernährung sich extrem überkalorisch ernähren. Also das ist es halt nicht. Plus, ich mochte mich halt nicht mehr bewegen. Ich habe dann gedacht, ich muss mir was Gutes tun, ich muss dafür sorgen, dass es irgendwie besser wird. Also habe ich als erstes meine Kurse alle abgegeben und habe halt aufgehört, Sport zu unterrichten und aufgehört, auch Sport zu machen selber. Und das hat aber nur dazu geführt, dass es immer schlimmer wurde, dass es halt kein bisschen besser wurde. Ja. Ja. Das ging dann so eine Weile und dann kam ich halt für mich selber wieder drauf, ja, da war ja was mit der Schilddrüse. Und dann habe ich halt angefangen, die war aber gut eingestellt. Du hast da auch schon Schilddrüsenmedikamente genommen? Ja, also ich habe da NDT, also ein natürliches Schilddrüsenextrakt genommen. Ja.
Und die Schilddrüse war an sich gut eingestellt und dann habe ich aber angefangen, mich darüber hinaus damit zu beschäftigen. Was ist eigentlich eine Hashimoto? Was ist die Autoimmunerkrankung? Was gibt es dahinter? Was kann man da alles gegen machen? Welche Sachen spielen noch alle eine Rolle? Welche Genetik kann eine Rolle spielen? Welche Stoffwechselwege sind vielleicht nicht in Ordnung? Was gibt es alles? Und dann fing so ein bisschen, also das war ja noch vor der großen Biohacking-Welle, würde ich sagen. Da war halt dann so Tim Ferriss, habe ich hier der 4-Stunden-Körper gelesen. Und dann habe ich halt angefangen mit Eisbaden. Das war so eins der ersten Sachen. Habe dann auch, ich neige dazu, völlig zu übertreiben. Ja. Habe dann so Sachen gemacht, so 45 Minuten in, keine Ahnung, 10 Grad kaltem Wasser. Bin dann erstmal wirklich, also wortwörtlich zusammengebrochen. Und ja, aber letztlich hat es dann doch funktioniert. Es ging mir halt zunehmend besser. Und ich glaube, Jonas war so 3 oder 4. Und da habe ich dann halt auch angefangen, die ganze Gewichtsthematik für mich anzugehen und habe dann im Prinzip, nachdem ich die ganzen Mechanismen dahinter verstanden hatte und vorher, also ich habe erst halt die ganze Entzündungslage bearbeitet und versucht, das alles in den Griff zu bekommen. Und als ich das Gefühl hatte, eigentlich bin ich jetzt wieder gesund, aber ich habe halt immer noch das Problem, ich muss eben Schilddrüsenhormone nehmen und ich bin zu dick. Dann bin ich das angegangen und dann habe ich im Prinzip genauso schnell, wie ich das die Jahre davor dann zugenommen hatte, habe ich das Ganze wieder abgenommen. Also dann habe ich in 3,5 Monaten habe ich 35 Kilo abgenommen. Krass. Und habe halt sehr viel Muskelmasse aufgebaut und dann, weil ich ja auch, also kleine Wohnung braucht weniger Energie als eine große, dann konnte ich die Schilddrüsenhormone absetzen, weil meine eigene Schilddrüse wieder in der Lage war, ausreichend Schilddrüsenhormone zu produzieren und seitdem habe ich auch nie wieder welche genommen. Ich hatte 1-2 Mal noch so kleine Schübe, wo es mir dann entsprechend, wo ich gemerkt habe, das ist wieder was mit der Schilddrüse, habe das aber relativ zügig in den Griff gekriegt. Naja, und über diesen ganzen Prozess habe ich halt mich unglaublich viel damit auseinandergesetzt, wissenschaftlich insgesamt. Und wenn man halt sich am Tag, keine Ahnung, 4-5 Stunden mit einem Thema auseinandersetzt, dann kommt da halt einiges zusammen. Und dann war es zunehmend so, dass Menschen zu mir in die Gyn-Praxis gekommen sind, weil sie von anderen Leuten gehört haben, die Frau hat Ahnung von Schilddrüse. Und das hat meine Chefs ziemlich genervt, weil in der Gynäkologie wird man dafür bezahlt, dass man die Frau auf den Stuhl zerrt und irgendwelche Instrumente in sie reinsteckt. Das ist halt das, wofür es Geld gibt. Fürs Quatschen gibt es in der Kassenmedizin 5,10 Euro und das war's. Und das ist auch was ich immer gerne mal erzähle, das muss man sich einfach mal klar machen. Egal wie lange der Arzt mit euch redet, der kriegt dafür 5,10 Euro. Mehr nicht. Das war's. Okay. Und deswegen wird Reden natürlich da aus rein wirtschaftlicher Sicht in so einer Praxis nicht gern gesehen. Ja, und dann kam halt damit die Idee, mache ich mich doch selbstständig mit dem ganzen Thema. Und das war 2015 und da habe ich mich dann mit eigener Praxis selbstständig gemacht. Und aus meiner eigenen Thematik raus war es eben am Anfang ganz, ganz, ganz viel Schilddrüse und Hashimoto und war das, womit es angefangen hat. Ich finde das mega spannend, weil du hast so diese Phase erwähnt und ich habe ja in England 5 Jahre studiert und viel mit dem amerikanischen Raum zu tun gehabt, mit Dave Asprey und ja, Tim Ferriss und die ganzen Leute. Und dann wie so ein Trend so langsam nach Deutschland kommt. Ja, und das hat ja mit dieser ganzen Schilddrüsen-Thematik angefangen. Kennst du das Buch von Dartus Karassian? Why is, ja, klar. Ja, das Schilddrüsenbuch. Damit hat es bei mir angefangen. Ja. Und das Buch Grain Brain von David Perlmutter, also Dumm wie Brot. Ja. Da waren auch so die beiden, die ich am Anfang irgendwann gelesen habe. Genau, irgendwie so, ja, weil der Perlmutter hat auch viel darüber geredet, ja, wie Gluten halt einen Einfluss nicht nur auf den Darm hat, sondern halt auf das gesamte System. Ja. Ja? Also gerade er hat dann vom Kleineren geredet, dass Leute auf einmal Balanceprobleme haben und so weiter. Und das hat für mich so, what? Ja, und ich hatte das auch mal weggelassen und bei mir gab es ja diesen Moment 2 Wochen, dass ich so klar im Kopf war, sowas hatte ich noch nie in meinem Leben erlebt. Ja, und da war für mich klar, auch wo ich in der Schule früher war, habe ich die ganze Zeit in so einem Nebel gelebt, gefühlt sozusagen. Ja, ja. Und du hast ja auch gesagt, so ja, Zöliakie war irgendwie schon wahrscheinlich immer da gewesen, ja, und du durch ganz viel Ausprobieren hast dann herausgefunden, ey, das ist auch ein Problem. Ja. Wie siehst du gerade das ganze Thema Schilddrüse? Ist es eher so, dass wir jetzt mehr hingucken in Deutschland und sagen, okay, irgendwie hat jede, also auch bei mir in der Praxis, jede zweite Frau Schilddrüsenprobleme oder auch Schilddrüsenunterfunktion? Ist es wirklich mehr geworden oder gucken wir einfach nur mehr hin? Beides glaube ich ein bisschen, aber ich glaube in erster Linie ist es wirklich mehr geworden. Okay. Also weil ich glaube durch die Art, die wir leben und durch die massiven Belastungen, die wir von vielen Seiten haben, ist es halt ein Problem, das einfach häufiger auftritt und die Schilddrüse scheint ein Organ zu sein, was da sehr anfällig ist, also was autoimmun schnell angegriffen wird. Das hat ja was mit molekularer Mimikry zu tun, also dass die Schilddrüse halt Ähnlichkeiten zu verschiedenen Sachen hat, wo Antikörperbildung stattfindet und einfach oft angegriffen wird im Rahmen ja, von Prozessen im Körper, die ungünstig sind, von chronisch entzündlichen. Siehst du die Schilddrüse eher so als eine Alarmglocke, so ein Thermometer, was sagt so, hey,
Also ist es eigentlich schon ziemlich viel im Gange oder ist die Schilddrüse das Problem oder ist eher das, was drumherum, also eigentlich alles? Also für mich ist immer alles das Problem, also das Ganze drumherum. Und deswegen, du hast ja am Anfang gefragt, wohin ist es halt inzwischen gegangen? Also sowohl in der Praxis, also wir haben immer noch wahnsinnig viele Schilddrüsenpatienten. Also ich würde sagen, der Hauptteil unseres Klientels sind immer noch Schilddrüsenpatienten. Das ist aber eigentlich was, wofür ich so gerne so ein bisschen von weg möchte, weil ich halt denke, wir können viel, viel, viel mehr. Und ich würde halt auch gerne viel mehr in die Prävention kommen, dass es halt gar nicht erst dazu kommen muss, dass man halt in diesen Bereich kommt. Und bei vielen ist halt auch, dass sie sehr fixiert darauf sind und immer noch die Idee haben, wenn ich dieses Zaubermedikament nehme, also wenn mir jetzt ein Arzt NDT oder T3 verschreibt oder so, dann werde ich schlagartig gesund. Ja. Und das ist halt in den allerwenigsten Fällen ist das so. Weil alles drumherum ist halt eben ein Problem. Und unser Körper lässt sich halt auch nicht in die Suppe spucken. Also am Ende, wir haben halt 3 Deionidasen, die Schilddrüsenhormone ineinander umsetzen können, von T3 in T4 und wieder zurück oder in T2 und T0 und keine Ahnung. Und das ist halt, und ich kann halt von außen, bei jemandem, der krass entzündet ist, kann ich T3 zuführen, noch und nöcher. Der Körper deaktiviert das. Ja. Und das ist halt auch, und das ist was die Patienten dann halt eben auch erleben. Und diese Idee, ich kann da von außen was reinschmeißen und dann erhöhe ich meinen Stoffwechsel und dann ist alles gut, so funktioniert das eben nicht. Das heißt, du hast auch so gemerkt, okay, dieses Wundermittel, ja, ich meine, es gibt immer unterschiedliche Bücher, die rauskommen, sei es, okay, Hochdosis Jod nehmen, Hochdosis das und das nehmen, so. Das für manche hilft es vielleicht für einen gewissen Zeitraum, aber wenn du unterliegend die Sache nicht im Griff bekommst, die Entzündung im Körper, dann bringt das alles nicht. Okay. Ja. Und mich nervt auch inzwischen, muss ich sagen, ganz viel von diesem Gehypten, also vor allen Dingen aus den USA, das ist ja immer, es gibt ein Buch, das heißt irgendwie How I Earned Millions While Sitting on My Ass. Ja. Und da geht das halt darum, wie man sowas macht, also wie man so ein Business aufbaut, dass man halt einfach behauptet, dass das und das passiert, wenn X dann Y dann dazu sich Fälle ausdenkt und die halt groß propagandiert und so weiter. Und das war für mich, war das Buch echt ein Augenöffner. Und ich gedacht habe, ja, genau so sind diese ganzen Bücher aufgebaut. Ganz genau so. Es sind diese typisch amerikanischen Bücher, wo du am Anfang das und am Ende ist immer so ein Plan für 30 oder 60 Tage. Wo Und es sind halt immer 20 Wunderheilungsfälle. Genau, Und dann kommen halt die ganzen Patienten zu einem in die Praxis, die genau das erwarten, diesen Wunderheilungsfall. Und tatsächlich passiert das eigentlich nie. Und das ist dann halt furchtbar frustrierend. Also es gibt natürlich solche Fälle, also ganz weit vorne sind da tatsächlich Zöliakien, also unerkannte Zöliakien. Ja. Wenn man die Leute glutenfrei setzt, so wie bei dir, da ist halt manchmal, dass das dann wirklich so ein Wow, so kann Leben sein. Aber ist das von Grund auf, wenn Leute zu dir kommen, dass du sagst, wenn ich mit euch zusammenarbeite, entweder du gehst dieses Protokoll ein, dass du sagst, okay, vielleicht erstmal Milch, also die ganzen proentzündlichen Sachen am Anfang mal wegzulassen. Ist das so eine Voraussetzung bei dir, wenn du mit Leuten zusammenarbeitest oder ähnlich? Ja. Nee, tatsächlich nicht. Also tatsächlich bin ich da zu sehr menschenliebend, als dass ich jemanden von vorne, also ein Ausschlusskriterium ist bei uns tatsächlich, wenn man stark raucht und nicht bereit ist, das aufzugeben, dann behandeln wir nicht. Ja. Also das ist tatsächlich was. Und manchmal schmuggeln sich dann Leute rein, indem sie halt das nicht angeben oder halt auf ihren Anamnesebogen schreiben, sie wären bereit aufzugeben. Und dann haben sie eine Weile dafür Zeit, aber wenn das halt überhaupt nicht vorangeht, dann brechen wir die Behandlung ab. Aber das ist das einzige Ausschlusskriterium. Also ansonsten denke ich, man darf halt versuchen, den Menschen da abzuholen, wo er ist und versuchen, ihm da entgegenzukommen. Aber es muss natürlich eine Bereitschaft sein, die Sachen mitzumachen. Also wer zu uns kommt und sagt, er will nur NDT und ansonsten setzt er mit Sicherheit gar nichts um, da ist dann einfach auch bei uns falsch. Also das macht keinen Sinn. Hast du das Gefühl, dass mit dieser ganzen Schilddrüsenbewegung, ich meine, ich habe mich auch gefragt, was hat sich in den letzten Jahren nochmal richtig krass verändert? Natürlich ist unsere Lichtumgebung, Schlaf und so weiter und so fort, aber auch, wie wir uns ernähren. Ja, ich meine, wir sitzen hier gerade in Berlin und Berlin ist, glaube ich, das Mekka des Veganismus und Vegetarismus. Ja. Denkst du, dass das auch dazu spielt? Also auch wenn du Patienten bekommst, ist das mehr geworden, dass mehr Leute kommen, die sich vegan ernähren und vielleicht, weil ich ja so ein bisschen aus der eher Paleo angehauchten Ecke komme, ziehe ich die Leute nicht so an, aber ja, das ist definitiv mehr geworden mit Veganismus. Ob das halt zu mehr Schilddrüsenerkrankungen führt, weiß ich nicht, aber das ist halt auch, also ich war ja letzte Woche auf einer Ayurveda-Kur und habe da halt auch drüber nachgedacht, also die Inder haben ja die höchste Autoimmunerkrankungsrate und diese Idee, also das war halt ganz witzig, weil die Ayurveda-Ärztin das halt selber gesagt hat, dass Hülsenfrüchte in der ayurvedischen Ernährung so eine große Rolle spielen, weil die indische Bevölkerung kein Geld hat.
Und das halt der Grund dafür nicht ist, weil ich halt gesagt habe, ich vertrage überhaupt keine Hülsenfrüchte. Also ich habe ganz Kreuzallergien zu Hülsenfrüchte mit meiner Zöliakie. Und ich esse halt keine Hülsenfrüchte. Und dann hat sie halt zu mir auch gesagt, ja, das müssen sie auch nicht, das ist nicht nötig. Dieser hohe Hülsenfrüchteanteil ist nicht, weil das so gesund ist, sondern weil die Bevölkerung so arm ist. Und das fand ich halt super, weil ich gedacht habe, mal endlich mal jemand, der das wirklich ernsthaft verstanden hat. Weil, kennst du ja wahrscheinlich halt auch hier aus The Game Changer, warum haben die Gladiatoren Hülsenfrüchte gekriegt? Weil sie billig sind und man halt nicht an die Gladiatoren das teure Fleisch verfüttert hat, in Anführungsstrichen. Natürlich. Und nicht, weil es so gesund ist und stark macht. Und insofern glaube ich schon, dass der hohe Lektinanteil und vor allen Dingen auch, wie wir es verarbeiten, ne? Also gibt dann ja hier Quinoa, Rohkostsachen oder so, und das ist halt einfach, das ist eine Katastrophe. Also nicht alles, was roh ist, ist halt dadurch gesünder, im Gegenteil. Das kann halt ich finde, das Paradoxe dahinter ist ja, dass wir sagen, okay, wir müssen mehr pflanzenbasiert leben, aber die ganzen Produkte kommen halt aus Südamerika und so weiter und ist halt gar nicht nachhaltig in der Art und Weise. Ja, und ich persönlich habe auch Probleme mit Lektin oder diesen Anti-Nährstoffen. Ja. Ich fand es ganz interessant, weil du kennst ja auch Jack Crews noch. Außer, mittlerweile ist er ein bisschen abgetaucht und irgendwo macht er viel mit Bitcoin und was auch immer. Aber der hat mich halt auf das Thema Licht überhaupt gebracht und auch auf Thema Lichtblock und so weiter, warum wir so viel machen. Und er hat in einem Vortrag über die Situation in Indien geredet, dass er gesagt hat, früher ging das alles noch gut, dass sie so gelebt haben, aber wo halt das, die ganze Digitale jetzt alles mit reingekommen ist, dass die halt die Nacht zum Tag machen, da geht es in Indien jetzt auf einmal richtig ab, dass die Leute alle Diabetes entwickeln und Autoimmunerkrankungen und so weiter. Und super spannend, das so zu sehen. Würde ich auch sagen, es war dann halt das ist ja so klassisch, das machen ja ganz, ganz viele, aber es gibt ja, ich beschreibe das immer als diese Fasttheorie, also, und das ist halt, das war dann halt einfach ein Eimer zu viel. Also es ist halt, und das ist halt auch mit dieser ganzen Geschichte, dass, also ich glaube halt überhaupt nicht mehr an den einen Grund. Also es ist halt nicht der Jodmangel oder der EBV oder die Lektine sind an einem schuld. Genau, oder die Lektine bei allen, sondern es ist halt immer das alles aufeinander, was jedes Mal halt was in das Fass gibt. Und natürlich, und wenn mein letzter großer Eimer der EBV war, dann bringt das halt das Fass zum Überlaufen. Aber EBV ist nicht der Grund für meine Erkrankung. Und wenn ich halt eben ein Riesen, also quasi eine halbe Badewanne, die pathologische Beziehung zu meinem Partner ist, dann muss ich als erstes sehen, dass ich den loswerde. Und das, dann muss ich mich halt vielleicht um den EBV gar nicht mehr kümmern. Und also deswegen ist halt viel von dem wir machen immer auch, also auch die Sachen spielen halt mit eine Rolle, also Trauma, Anamnese und persönliche soziale Anamnese und so weiter, weil das kann halt ein Riesenfaktor sein. Und also ich hatte jetzt zum Beispiel eine Patientin, die hat so einen pathologischen, komischen Nachbarn, der sie seit Jahren tyrannisiert. Und ich habe seit Jahren auf sie eingeredet und nun endlich ist sie umgezogen. Und quasi schlagartig geht es ihr halt so gut wie seit Jahren nicht. Und das war halt für sie, war das halt ein Weinfass voll Wasser quasi, weil dieser Nachbar. Und da konnten, was haben wir mit der nicht alles veranstaltet? Also wo habe ich die nicht schon überall hingeschickt und zum Upright MRT und keine Ahnung. Und die hat überall auch irgendwelche Themen, aber die zu bearbeiten hat halt nicht geholfen, weil das halt für sie so ein massiver Stressfaktor ist, dass das halt immer wieder bei ihr kommt. Ich bin mittlerweile bei mir, weil ich habe ja auch 1000 Sachen ausprobiert und wegen dieser Gluten-Story, dass ich auf einmal klar denken konnte quasi, habe ich gedacht, das ist jetzt der Secret zu allem sozusagen. Ja. Habe aber jetzt mittlerweile gemerkt, dass halt natürlich Mindset, Glaubenssätze, alles, was im Hintergrund da los ist, auch bin ich, meine Arbeit, die ich mache, entspricht das wirklich meinen Bedürfnissen und so weiter. Ja, gehe ich da komplett immer gegen mich so, ja. Und ich glaube, das ist wirklich bei ganz vielen Leuten unterliegend eines der Hauptprobleme an sich. Ja. Weil ich habe auch mal gedacht, so habe ich das Buch von Stephen Gundry gelesen bezüglich Lektin und so weiter und habe gedacht, okay, das ist jetzt die Route und habe alles weggelassen. Und es ging mir auch so ein bisschen besser, aber auch nicht dieser Wunderschritt. Ja? Ja. Ist bei dir das Thema Lektin an sich immer noch sehr prominent? Einfach wegen dir persönlich? Oder denkst du, ey, eigentlich sollten alle das mal weglassen? Wie ist es? Also wir starten halt mit einer sehr strengen Diät sozusagen, also wo halt extrem viel weggelassen wird und versuchen aber sehr schnell dann wieder Nahrungsmittel einzuführen und zu gucken und ich versuche vor allen Dingen halt auch mit zu unterrichten sozusagen, wie bereitet man Lektine so zu, dass sie für den Menschen halt auch recht verträglich werden, dass es halt relativ lektinarm wird und mein Ziel ist immer eine so wenig restriktive Ernährung wie möglich, weil aus meiner Sicht halt Nahrung durchaus auch ganz viel an Lebensfreude mit sich bringt, auch ganz doll glücklich machen kann und Menschen beizubringen, wie echte
saubere, naturbelassene, saisonal-regionale Ernährung aussieht. Das ist halt mein Ziel. Und das ist halt auch der Punkt, warum hilft Veganismus genauso wie Carnivore und so weiter. Weil die meisten halt nur industriellen Schrott essen. Stimmt, und egal von welcher anderen Ernährung du zu einer sauberen, frischen, am besten noch Bio-Ernährung kommst, geht es dir immer besser. Ja. Also, und das, glaube ich, ist halt bei diesen ganzen Ernährungsformen halt die Gemeinsamkeit und die da eine große. Gut, du hast halt die ganzen Extreme. Also jetzt richtig im Carnivore, also für Leute, die es nicht wissen, es gibt manche Leute, die essen dann nur noch Fleisch, weil halt im Fleisch wenig Antinährstoffe drin sind, kann man so sagen, oder? Ja, ist einer der Punkte. Ja. Und ein ganz großer weiterer Punkt ist halt, glaube ich, Foodmaps, also dass sie halt foodmap-frei sind, aber. Ja, genau. Aber es geht auch zum Beispiel, es gibt ja diese Story von Jordan Peterson, der nur noch Steak gegessen hat, ja, aber er war halt die ganze Zeit am Rumtouren und jeden Abend irgendwie ein anderes großes Event, ja, und dann ist er irgendwie komplett zusammengebrochen. Und da ist ja wiederum das Thema Umgebung, Schlaf, Licht auch mega prominent. Ja. Ist das auch was, was du ansprichst bei deinen Patienten, dass sie sagen, hey, kein Smartphone in der Nacht? Ja, ja, absolut. Also kein Smartphone in der Nacht, halt Blaublockerbrillen nach Möglichkeit. Also das ist was, was ich halt jedem empfehle, dass man halt auf jeden Fall mindestens so ein Nightshift in seinem Handy und Fernseher und so weiter drin hat. Aber wir versuchen schon, also allen halt auch zu empfehlen, dass sie es am besten mal eine Zeit lang ganz weglassen. Also ich habe tatsächlich bei mir, ich hatte ja mein Leben lang ganz, also diese Episode dieser ganz schweren Schlafstörung war quasi nur der Gipfel des Eisbergs. Ich habe Schlafstörungen, seitdem ich 7 bin oder so. Also ich weiß, dass ich schon in der Grundschule Zeiten hatte, wo ich halt in der Schule immer nicht aufpassen konnte und so, weil ich halt nachts nicht schlafen konnte. Und da dann damals mit meinem Karate-Lehrer drüber gesprochen hat, der mir dann die ersten Meditationstechniken beigebracht hat und so. Aber also Schlaf war für mich schon immer ein Riesenthema. Und ich war das erste Mal in meinem Leben überhaupt wirklich müde, weil ich bin nie, also ich, das ist halt auch was, ich bin noch nie einfach, also bis zu dem Zeitpunkt nie einfach so eingeschlafen oder müde gewesen. Ich liege dann halt im Bett und ich brauche, also das ist inzwischen nicht mehr so, aber ganz, ganz lange war das so, ich habe dann immer so eine Dreiviertelstunde bis Stunde gebraucht, bis ich eingeschlafen bin. Und im Dienst konnte ich halt meistens nicht schlafen, weil ich halt dann auf so einem hohen Stresspegel war, dass ich halt einfach nicht einschlafen konnte. Ja. Und mein Beginn mit dem Ganzen war, dass ich tatsächlich für einen Zeitraum von 3 Wochen nach Sonnenuntergang nur noch Kerzen benutzt habe. Also ausschließlich nur noch Kerzen, also auch nicht mit Blaublockerbrillen oder irgendwas. Das war auch diese ganz frühe Phase. Ne? Ich glaube, es war auch über Jack Cruise. Ja. Da habe ich damals, war ich so eine der Ersten, die dann bei Facebook was über Blaublockerbrillen gepostet hat und wurde dann echt aufs Übelste beschimpft, was, ob das ich zur Alu-Hut-Fraktion übergelaufen bin und weiß ich nicht. Und heute ist es halt alles bewiesen. Und also das ist auch sehr bestätigend, aber wie auch immer, auf jeden Fall 3 Wochen nur Kerzenlicht. Und dann war es halt das erste Mal, dass ich wirklich so müde war, dass ich einfach mich hinlegen konnte und sofort eingeschlafen bin. Und das war für mich halt auch so bezeichnend und so ein krasses Erlebnis, dass ich halt jedem Patienten versuche zu raten, das mal zu versuchen. Also vor allen Dingen, die schwere Schlafstörung haben, dass ich da versuchen sie wirklich mal auf sämtliches künstliches Licht nach Sonnenuntergang zu verzichten und ansonsten halt eben alles, was man eben sonst machen kann. Also. Du hast vorhin, ich würde eine Sache kurz mal ansprechen, gemeint, dass du in der Schwangerschaft dieses starke Erbrechen hattest. Mhm. Ja. War es schon pathologisch viel oder dieses typische Übelkeit? Oder es war definitiv pathologisch. Okay, okay. Also ich habe in beiden Schwangerschaften bis zur 16. Woche 9 Kilo an Gewicht verloren. Also okay. Das war wirklich eine schwere Hyperemesis. Ja. Aber das ist ein Thema, also da habe ich bis heute, ich habe da auch viel recherchiert, nicht so richtig rausgekriegt, an was sowas liegen kann. Was ich halt gleich so, also es liegt definitiv aus meiner Sicht nicht an irgendwelchen psychischen Faktoren, was halt gerne den Frauen da eingeredet wird. Zumindest nicht in dem Sinne, dass die Frau das Kind nicht haben will oder so. Was halt bei mir schon ein Thema war, ist, dass ich in beiden Schwangerschaften halt eben krass viel gearbeitet habe, was halt einfach für diese Zeit. Also Stress ist da ein Faktor auf jeden Fall. Ja. Weil ich sehe ja persönlich auch viele schwangere Frauen und das ist immer ein Thema schlechthin, so okay, Schwangerschaftsübelkeit, was in gewisser Art und Weise manchmal normal sein kann. Ist es normal, würdest du sagen? Oder? Ich glaube nicht, dass es normal ist. Also ich glaube auch, ich glaube, wenn es für uns normal wäre, dass es uns in unserem Fortpflanzungsprozess schlecht gehen würde, dann wären wir längst ausgestorben. Also es kann halt nicht sein, dass die Frau schlapp, schwach und kotzend irgendwo liegt, weil dann würde sie halt vom Raubtier gefressen werden und dann war es das mit dem Nachwuchs. Also glaube, dass es halt durchaus, und ich habe es halt auch zum Ende meiner zweiten Schwangerschaft eben erlebt, wie fit, also da habe ich dann halt, ich habe die ganze Schwangerschaft bis auf 2 Mal, wo es einfach nicht ging, weil mir so schlecht war, habe ich halt weiter halt meine Kurse unterrichtet und so. Und es gibt wirklich Bilder von mir 2 Tage vor der Geburt im Plank und mit krassen Gewichten und so agierend.
Und ich habe noch einen High-Intensity-Ausbildungskurs gemacht in der 35. Woche. Also und da war nichts mit, also ich war weder unbeweglich noch unfit noch sonst irgendwas. Also ich glaube, man kann sehr fit sein auch zum Ende der Schwangerschaft. Was wären so das, also wenn jetzt Leute das hören und auch noch keine Ansatzpunkte mit gehabt haben, was wäre so die 80-20 mäßig, wo sollen Leute anfangen überhaupt, gerade wenn, zum Beispiel eine Schwangere oder eine Frau, die gerne schwanger werden möchte, wo fängt man am besten an über diesen ganzen Prozess? Tja, also ist natürlich, also Ernährung ist halt einfach ein Riesenthema und da finde ich aber auch immer, es sollte so sein, dass es einen halt nicht zusätzlich stresst. Also für viele ist es halt, wenn es in totalen Stress ausartet und das war halt, wie gesagt, bei mir in bestimmten Zeiten auch so, dass ich versucht habe, alles zu meiden und perfekt zu machen und so, dann war es mit enormem Stress. Aber heute ist es ja auch deutlich leichter. Es gibt ja inzwischen wirklich gute Convenience-Produkte, die halt, ja, auch, die man gut nehmen kann. Aber dass man dieses, ja, ist nichts, was deine Urgroßmutter nicht als Nahrungsmittel erkannt hat, da ist halt einfach viel dran. Und wir machen es uns halt auch viel zu kompliziert. Also dieses, was ganz oft an mich herangetragen wird, ja, was soll ich denn dann noch essen? Drei verschiedene Gemüse, zwei Kartoffeln und ein Stück Fleisch oder wenn man halt kein Fleisch essen will, meinetwegen auch ein gut zubereitetes Hülsenfrüchtegericht oder so, geht immer. Ja. Und ist halt super easy. Das dauert, wenn ich das, also heute mein Mittagessen, das habe ich mir heute Morgen zubereitet, bevor ich zur Arbeit gegangen bin, das hat keine 15 Minuten gedauert. Und also es muss halt auch kein krasser Zeitaufwand sein und so. Und wenn man damit anfängt, dann finde ich, ist man schon relativ gut aufgehoben. Schlaf ist ein Riesenthema, finde ich. Schlaf ist nicht verhandelbar. Also es ist so dieses, und das ist halt auch, was ich immer wieder erlebe. Es kommen Leute zu mir und sagen, ja, sie leiden unter schwerster Erschöpfung und Müdigkeit. Und dann frage ich, wie lange schlafen sie denn pro Nacht? Und dann sagen die mir 4 Stunden. Wo ich dann denke, ja, da wäre ich auch müde und erschöpft. Also und da ist halt oft keine Aufmerksamkeit für, wie wichtig Schlaf für uns ist. Und das Problem ist ja, wenn man 10 Tage super schlecht geschlafen oder wenig geschlafen hat, dann empfindet man es nicht mehr als Müdigkeit. Dann ist es halt nur noch, dass der Körper nicht mehr so funktioniert, wie er sollte. Aber redest du mit deinen Patienten auch über Identität? Weil ich meine, es geht ja, wie schaffen es Leute, Gesundheit als Priorität anzusehen? Ja? Weil bei vielen Leuten sind so viele andere Sachen im Leben so, aber wie bekommt man eine Person dazu? Weil jetzt, bei mir war es halt durch extremes Leid so, ja. Und also man muss sagen, viele Patienten, die zu mir kommen, leiden halt extrem, also haben einen sehr hohen Leidensdruck. Dadurch geht das. Also die sind bereit, alles zu machen. Wenn das nicht so der Fall ist, dann versuche ich aber schon motivierend tätig zu werden und versuche halt rauszufinden, okay, was ist das, was sie sich wünschen würden? Und dann kriegt man immer irgendwas. Ich würde gerne wieder auf meinem Pferd reiten können. Ich würde gerne auch mit 80 noch mit meinen Enkeln spielen können. Ich würde gerne wieder meinen Sport machen können. Also jeder hat irgendwas, was ihm massiv fehlt und was ihn halt sehr stark antreiben und motivieren kann. Und dann ist es ein Prozess. Also ich hatte jetzt heute gerade gesehen von einer Patientin von mir, die halt auch mit Glutenproblemen hat und mit diversen anderen Sachen auch. Und die ist jetzt gerade in Italien und hat dann jetzt nun doch wieder eine Pizza mit Gluten gegessen und hatte dann aber 4 Stunden später eine ganz schwere Migräne. Und hat dann jetzt, hat sie mir halt geschrieben, jetzt hat sie es verstanden, jetzt wird sie es wirklich nicht wieder tun. Und das ist halt auch total okay. Also es ist halt auch, dass man ein paar Mal fällt. Und ich finde, über die Zeit lernt man, das ist es nicht wert. Und dass es halt kaum etwas gibt, was so toll ist, wie mit unglaublicher, nahezu endloser Energie durch den Tag zu gehen. Und das ist halt das, was ich versuche, meinen Patienten diese Idee, also dass das überhaupt möglich ist, diese Idee, dieser Identität zu geben, dass man sich mit 30 nicht fühlen muss wie 80 und dass man halt ganz, ganz viel Energie haben kann und ganz viel Elan und ganz viel Freude einfach auch am Leben. Das finde ich auch, also Freude und wirklich wahre Gefühle gehen so ein bisschen verloren, auch in der ganzen Gesundheitssache, dass man wirklich nur so Gesundheit, sondern ey, die Leichtigkeit immer wieder ein bisschen. Ja absolut. Und wenn ich halt so denke, also in dieser Zeit, wo ich so krank war, war es wirklich nur ein Überleben. Also es war wirklich, also es war nicht so, dass ich Selbstmordgedanken hatte, aber es war schon vielfach so, dass ich nicht wusste, wie soll mein Leben so weitergehen, weil jeder Tag für mich eine solche Qual und Anstrengung war. Und jeden Tag halt wieder in Gange zu kommen, aus dem Bett zu kommen, die Sachen zu machen, zur Arbeit zu gehen, mich um meine Kinder zu kümmern, es war alles. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bewege mich durch Honig. Also es war alles so zäh und anstrengend und komplett freudebefreit. Und jetzt ist es halt spannend. So, wenn ich aktuell nicht gut schlafen kann, dann meistens, weil ich mich so auf den nächsten Tag freue. Weil ich halt so viele Ideen und Themen und so habe, dass ich quasi nicht erwarten kann, dass der nächste Tag beginnt.
Und das ist halt das, was ich auch vermitteln möchte und wo ich meine Patienten hinbringen möchte. Und das funktioniert auch bei ganz, ganz vielen. Und das ist dann wirklich, also ich habe zum Beispiel eine Patientin, die hatte 20 Jahre lang schwerste Depressionen, also so schwer, die galten halt als behandlungsrefraktär. Sie hat nicht mehr gearbeitet, also war schon war früh berentet und hat da zig Sachen gehabt. Und wir haben halt rausgefunden, dass sie halt multiple Nahrungsmittelunverträglichkeiten hat, also ein ganz bunter Misch, ne, mit Salicylat und Mastzellproblematiken mit drin und allem Möglichen. Das meidet sie, jetzt halt alles super streng und das ist wirklich ihr Kontingent an Dingen, die sie essen kann. Ja. Passt auf zwei Hände, also das ist wirklich nicht viel. Aber sie ist jetzt seit, jetzt muss man nachdenken, 4 Jahren symptomfrei. Die ist wieder voll eingestiegen in ihren Job, die hat sich wieder quasi rück in den Beruf rehabilitieren lassen. Die ist super glücklich, super happy, lebt ein total zufriedenes Leben und die sagt halt auch immer, die Leute sagen zu mir, ah, wie kannst du bloß so leben, wo sie halt sagen muss, ich konnte vorher nicht leben. Und das ist halt das, was ich glaube, was ich ganz gut vermitteln kann. Insofern klappt das dann eigentlich auch meistens. Ich glaube, das Tolle ist, dass sie auf sich schaut und sich nicht mit anderen vergleicht, weil das ist auch bei mir ganz häufig der Fall, dass ich gucke, ja, aber die können ja hier die schöne Pizza essen und so weiter und dann kommt so ein ganz komisches Gefühl hoch, aber ey, ich muss auf mein Leben gucken, wie kann ich in dieser Gesellschaft agieren? Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel alles nur, also bei mir, das Hauptsymptom, was ich jetzt bekomme, wenn ich Gluten esse, ist, dass ich depressiv werde, so einen Tag ist danach. Bei mir auch am schlimmsten. Ich kann an dem Abend, fühle ich mich super, ja, und ich kann dann auch mal Bier trinken und richtig, ja, aber dann kriege ich wirklich depressive Symptome und das ist sowas von nervig. Ja. Und dann muss ich mich wieder daran, willst du wirklich diese 2-3 Tage danach so unproduktiv sein und einfach nur noch in der Ecke hocken? Also ich hatte in England Phasen, wo ich einfach nur heulend auf dem Boden lag und nichts mehr ging. Ja gut, war auch noch ein Schimmelhaus und ganz viele andere Faktoren, die mit reinkamen. Ja, war aber nicht ohne. Ja, definitiv. Das ist bei mir halt auch so, dass ich halt denke, ist es mir das wert? Und also mit ganz vielen Sachen auch. Also Gluten ist für mich irgendwie überhaupt kein Thema mehr. Da fühle ich mich auch nicht versucht. Ich finde, ich habe mich da so dran gewöhnt. Das stört ist auch einfacher geworden. Ich glaube, das ist auch super. Ja, ne? Stimmt. Und sind ja viele andere Faktoren bei dir, glaube ich, halt auch. Ich kann inzwischen halt sehr gut fasten. Das konnte ich halt in dieser Zeit, wo es mir so schlecht ging, auch überhaupt nicht. Wenn ich halt 3-4 Stunden nichts gegessen habe, wurde ich halt super hangry und war irgendwie alles ganz, ganz furchtbar und weiß ich nicht. Und inzwischen dann esse ich halt mal einen Tag nichts. Also wenn es nichts gibt, was ich essen kann, dann esse ich eben nichts. Ja. Und das finde ich halt auch überhaupt nicht mehr schlimm. Und das war früher für mich immer Katastrophe. Und als also andere Themen, also wie auch zum Beispiel mit Schlaf und so. Ich weiß halt einfach, wenn ich, also klar, manchmal ist es das halt auch wert. Ne? Also wenn du super nette Gesellschaft, total tolle Leute, ganz tolle Stimmung und dann würde ich halt sagen, okay, dass ich halt 2 Tage dann einfach raus bin aus dem Leben, das war es dann jetzt auch wert. Und ich finde auch, das gehört zum Menschsein dazu. Aber wenn es halt nur einfach abhängen ist und sich irgendeinen dummen Film angucken, das ist es mir eben nicht wert. Und dann gehe ich halt, möchte ich um 10 in meinem Bett liegen und schlafen, weil ich halt einfach weiß, dass es mir am nächsten Tag dann super viel besser geht, dass das mein Chronotyp ist und dass ich halt gerne einfach um 9:30 schlafe und um 5 aufstehe. Ja. Glaubst du an das Thema Chronotyp? Was heißt glauben? Also es ist immer so, ich habe viele Patienten, die sagen, ja, ich bin hier dieser späte Chronotyp. Bär. Irgendwie. Ja, durch meine Natur gehe ich um 2 Uhr nachts ins Bett und da bin ich am produktivsten, das ist alles super. Aber die haben halt trotzdem krasse Symptome, ja, Depressionen, Schlafstörungen und so weiter und so fort. Ja, aber es gibt wohl auch hier so ein Labor aus Berlin, wo du halt irgendwie eine Haarwurzel einschicken kannst, dann kriegst du deinen Chronotyp wirklich da genauer heraus. Und die Leute nutzen halt das, um damit zu argumentieren. Aber ich meine, wir leben ja nicht mehr. Also, wir haben jetzt in der Steinzeit. Genau, das ist das Hauptproblem, oder nicht? Also ich würde in solchen Fällen halt immer sagen, versucht mal, was dann passieren würde, geht mal 3 Wochen in den Bergen campen. Ja. Und wenn du dann immer noch bis 2 Uhr nachts wach bist, nachdem du tagsüber 12 Kilometer gelaufen bist und den ganzen Tag nur in der Sonne warst und nimm kein technisches Gerät irgendwas mit, wenn du nach 3 Wochen unter freiem Himmel in der Natur immer noch bis 2 Uhr nachts wach bist und tagsüber bis 10 schläfst, dann ist das dein Chronotyp. Ja. Dann ist das okay. Und das ist halt bei mir, das war aber auch schon mein ganzes Leben lang so, also deswegen würde ich schon denken, es gibt sowas. Ich bin halt nach Chronotyp Löwe, also bin abends zu nichts mehr zu gebrauchen. Es ist auch für mich ganz schwer, lange Partys zu besuchen, also man muss mich dann schon, also ich trinke inzwischen ja, nehme ich ja nichts mehr mit Koffein zu mir, schon seit einer ganzen Weile, und das war halt früher dann immer das Mittel der Wahl, ne? Dann habe ich halt irgendwie einen Energy Drink oder irgendwas getrunken und dann ging das wieder. Ansonsten bin ich halt ab 9 zu nicht mehr viel zu gebrauchen und ich bin halt gerne sehr früh wach. Ich genieße das auch. Ich mag diese frühen Stunden. Also es ist für mich halt, und andere finden das auch ganz furchtbar. Ja. Also ich glaube schon, dass es sowas gibt, aber ich glaube halt, dass sich das nur zeigt,
in einer absolut natürlichen Umgebung. Und ich habe das zum Beispiel jetzt auch gemerkt. Ich war eine Woche, also 10 Tage in Italien auf einer Fortbildung und ich hatte aber selber nichts mit, also keinen Computer oder irgendwas. Und ich nutze halt sowas immer gerne, dass ich mir dann halt vorher vornehme, so jetzt in diesen 10 Tagen guckst du halt auch keine Serien, kein Fernsehen, kein gar nichts und liest halt abends einfach und so. Und habe halt gemerkt, dass ich dann immer mit dem Sonnenaufgang wach war und das war halt zu der Zeit 4.30 Uhr und dann aber abends halt auch früher entsprechend, also als die Sonne untergegangen ist, dann halt auch geschlafen habe. Dass ich mich halt ganz schnell auf diese sehr frühen Zeiten einpendel. Und es gibt eben vielleicht andere, bei denen ist es nicht so. Also die schlafen dann halt entsprechend. Also ich würde zum Beispiel mal behaupten, meine Schwester, die ist schon als Kind, also schon als ganz kleines Kind, ist die halt immer echt lange wach gewesen. Also war immer schwierig, die abends ins Bett zu kriegen. Die hat morgens immer lange geschlafen. Das ist halt bis heute so. Wenn es nach ihr geht, dann schläft die bis 12 Uhr Nachmittag. Und da würde ich einfach sagen, das ist ihr Chronotyp. Also die ist halt ein Wolf. Also die ist halt. Bist du die Älteste in deiner? Ich bin die Älteste. Okay. Ja. Ist von deinem Gefühl, dass immer die Älteste, also das älteste Geschwister, die älteste Person in der Familie, dass die am meisten Probleme hat? Also Klingert sagt halt so, ja, hier die Erstgeborene, ja, das ist halt das Kind, was am meisten Toxine und Gifte mitbekommt. Also meine Schwester hat definitiv mehr Probleme als ich. Okay. Also insofern, aber das kann halt auch am Lebensstil liegen. Aber also vor allen Dingen nachhaltig mehr Probleme als ich. Aber kann ich irgendwie auch, wenn ich so über meine Patienten nachdenke und so, nicht bestätigen, muss ich sagen. Ja. Also. Aber meine Mutter hat auch genug Metall im Mund, dass das, glaube ich, für 5 Kinder gereicht hätte. Also insofern. Ich bin ja mega dankbar, aber man darf auch keine Vorwürfe machen. Ich glaube, das ist auch wichtig. So, ja, hätten meine Eltern mal das und das gemacht. So, nee, Alter, akzeptiere die Situation, wie sie jetzt gerade ist und sei dankbar einfach dafür. Und jetzt kann man was verändern. So, ja. Ja, und sie haben es ja auch nicht besser gewusst. Nee. Also, meine Eltern haben ja halt ihr armes Zöliakie-Kind ab dem 6. Lebensjahr jeden Morgen zwangsweise mit Frischkornbrei gefüttert. Das war halt das war uns so die Generation Vollkornkost. Nach Brucker, genau. Ja, genau. Das war furchtbar. Also ich war furchtbar. Ich hatte solche Bauchschmerzen in der Schule und mein Bauch war aufgebläht bis sonst wohin. Und ich habe diesen Brei schon, das ist bis heute, wenn ich Frischkornbrei rieche, wird mir schlecht. Krass. Weil ich halt ich hatte da so eine Aversion gegen. Aber meine Eltern waren da echt gnadenlos. Ich musste den essen. Und sie dachten halt, ich will den nicht essen, weil ich bockig bin. Aber es war halt wirklich lieb gemeint. Und das weiß ich halt auch. Das ist überhaupt nicht, ja. Warst du trotzdem leistungsfähig in der Schule? Ja. Aber ich glaube, also Schule, Studium war bei mir halt beides kein Problem. Also habe ich jetzt, aber es war halt schon so, also im Studium war es nachher ganz krass. Ich bin halt im Studium ständig eingeschlafen in den Vorlesungen und auch in den Seminaren und so. Und ich bin einfach also das klingt jetzt sehr eingebildet, aber ich bin wahnsinnig diszipliniert. Also ich kann mich halt mit Willen über Sachen rüberbringen, die, glaube ich, halt andere Leute halt einfach nicht schaffen. Und ich glaube, ich hätte halt, es wäre viel leichter gewesen für mich und viel, ja, leichter einfach auch, wenn ich halt gewusst hätte, was mein Problem ist. Und ich habe ganz früh angefangen, instinktiv kein Getreide mehr zu essen. Also das hat halt auch geholfen. Also immer während des Semesters, ich habe nie Brot gekauft, ich mag das nicht und habe halt auch nie was mit Getreide gegessen. Und ich habe auch ganz früh aufgehört, in der Mensa zu essen, weil ich halt für mich bemerkt habe, wenn ich in der Mensa esse, bin ich danach am Nachmittag super müde. Und ich wusste halt nicht, woran es liegt. Aber und immer in den Semesterferien bin ich super krank geworden und habe krass an Gewicht zugenommen, weil in meiner Familie wahnsinnig viel Brot gegessen wird und das halt ein Riesenthema ist. Das war mir aber damals halt einfach nicht klar, also woran das liegt. Also ich habe die komplett identische Story wie du, also das ist ganz interessant. So, scheiße, Alter, ich sehe mich hier komplett wieder gerade. Ich hatte nur erfreulicherweise keinen Schimmel in meiner Wohnung, da hatte ich Glück. Ja, aber was es jetzt auch ist, was das, also irgendwas... Es hat halt alles zum Überlaufen gebracht bei mir, muss ich ganz ehrlich so sagen. Und ich bin auch dankbar dafür, weil vielleicht wäre ich ansonsten halt irgendein mega arroganter Dude, der jetzt irgendwas machen würde und dann hätte ich zwischen 40 und 50 meine Midlife-Crisis so. Ja. Also ich sage mal so, gefühlt ist es gerade so, dass früher halt diese Midlife-Crisis halt 40, 50 war, dieses Burnout. Ja, und heutzutage hast du bei 20, 30-Jährigen das. Da hat es irgendwie so ein bisschen nach vorne gezogen. Wo siehst du dich denn so in 10 Jahren? Da sehe ich mich in 10 Jahren. Tatsächlich, wenn alles so optimal läuft, wie ich mir das vorstelle, sehe ich mich in 10 Jahren vor allen Dingen in der lehrenden Tätigkeit. Also ich möchte gerne, also ich habe das jetzt ja schon angefangen, dass ich halt, also jetzt fangen in der Praxis neu 4 neue Ärzte an, die ich halt mit ausbilden möchte und ich möchte gerne auch ein Ausbildungsprogramm für Ärzte auf die Beine stellen. Also das ist so ein ganz
vielleicht ein bisschen in der Ferne, aber das ist so mein Ziel. Eigentlich halt schon seit Jahren. Und ich konnte das aber halt nie beginnen und umsetzen, weil ich eben selber noch so viele Patienten gemacht habe. Und ich habe jetzt halt eben meine Patienten erstmal komplett alle abgegeben an meine Kollegen, um mich halt auf die Ausbildung der neuen Kollegen konzentrieren zu können. Und werde dann halt ein kleines Patientenkontingent sicherlich noch machen, weil ich halt wirklich gerne Ärztin bin. Aber ich merke das halt an meinen beiden Kolleginnen, die jetzt schon seit 2 Jahren mit bei mir sind. Das habe ich halt auch, als wir waren jetzt auf der Orthomolekularmediziner-Ausbildung, wo ich persönlich nichts Neues gelernt habe, aber meine Kollegin auch nicht viel. Und wo ich einfach in den Gesprächen mit ihr auch einfach gemerkt habe, dass sie richtig gut ausgebildet ist und dass sie halt inzwischen auch so, also ich mache halt immer einmal die Woche mit beiden so eine Stunde Supervisionsgespräche, wo ich halt zunehmend einfach merke, die können den Scheiß jetzt auch. Und das ist halt was ja, super schön ist und was am meisten an mich herangetragen ist, immer, aha, Frau Koch, es müsste sie 5-mal geben. Und ich kann mich halt nicht klonen und deswegen muss ich halt jetzt versuchen, mein Wissen weiterzugeben. Und das ist das, was ich gerne machen möchte. Aber ich finde es spannend, weil nicht jeder, also du bist jetzt Ärztin, du hast studiert und so weiter und dann ist dieses interne Gefühl so, okay, du musst jetzt Patienten sehen. Aber ich glaube, wenn du wirklich auf deine Bedürfnisse wieder schaust, was sind deine Werte? Vielleicht ist es ja die Lehre oder andere Menschen inspirieren. Ja. Ist ja genauso bei mir auch so. Das ist halt nicht 5 Tage die Woche 40 Patienten am Tag sehen, sondern ich liebe es auch, solche Podcasts zu machen oder auch in Deutschland rumzufahren und Menschen zu sehen. Ja. Und dann so ein bisschen was zu machen, einfach um wirklich noch, es macht einfach Spaß so. Ja. Ich finde das mega wichtig. Aber bei mir ist es halt so, wie in 10 Jahren, ich hätte irgendein Therapiezentrum irgendwo in der Natur, weißt du, wo man wirklich halt einfach Natur hat so, ja, weil das ist mein Problem gerade, ich bin an so einer Bundesstraße und die ganze Zeit Autos, ja, und das ist halt, ja, das würde ich lieben gern verändern. So, ja. Ja, das wäre auch der zweite Großplan sozusagen, also ich würde halt gerne in einer Gemeinschaft leben, also das ist auch wo ich jetzt schon ganz lange drüber nachdenke. Ich glaube halt dieses klassische, ja, auch um Kinder zu erziehen, braucht man halt nicht einen Menschen, sondern ein ganzes Dorf. Ich glaube, das hat einfach unglaublich viel dran. Und auch da, wir haben uns halt eben, also ich habe das halt für mich erlebt, ich nenne das immer das Kleinfamiliengefängnis. Also das war halt auch einfach einer der Gründe, warum ich so krank geworden bin, dass ich dieses Kleinfamiliengefängnis einfach nicht mein Ding ist. Und halt auch dazu führt, dass man als Frau so klein gehalten wird, dass man hat halt neben Vollzeit arbeiten und Kindern hat man halt auch keine Möglichkeiten, Freundschaften zu pflegen oder irgendwas. Und man ist dann so unglaublich einsam, wie sich das halt kaum jemand vorstellen kann. Und das ist halt was ich auf keinen Fall mehr will. Und ich würde halt gerne irgendwo in der Natur leben, wo man dann auch zusammenarbeiten kann. Also das ist aber, so das, was ich jetzt... Wie geil wäre das? Zum Beispiel meine Vision ist so, okay, du hast irgendwann so ein riesiges Grundstück, ja, wo du einen fetten Schwimmteich hast, eine Fasssauna. Jeder hat so sein kleines Mini-Tiny-Haus, was aber auch sehr modern ist. Dann vielleicht ein Haus, so, wo man halt auch abends mal zusammen kochen kann und wirklich Gemeinschaft hat, eine Gym und so weiter. Aber auch vielleicht Tiere, weißt du, so ein bisschen wirklich wieder in die Natur zu kommen. Ja, genau. Bisschen wie Liver King, ne? Permakultur und drumherum ein bisschen Feld und so weiter und wo halt jeder dann auch das machen kann, wofür er brennt. Also das genau. Und wo ich halt auch denke, dass Leute da dann auch hinkommen würden, einfach um da mal und dafür bezahlen würden, um da einfach eine Woche mit dabei zu sein. Und wenn dann sie dann halt noch rundherum geniale Therapeuten, Trainer, Coaches, keine Ahnung haben. Perfekt. Was ich mir frage, okay, das muss ja irgendeine Basis auch haben, ja. Das Problem ist, dass du siehst manche Sekten, die halt so wohnen sozusagen. Ja, aber das ist das Problem. Was ist die Basis von so einer Gemeinschaft? Ja. Also wir haben da ganz viel, also hier von Paleo 360, die hatten ja auch schon, wir haben schon gemeinsam ganz lange schon so diese Vision und haben uns halt auch ganz viel mit so Wohngemeinschaften beschäftigt. Und halt, wie du sagst, meistens ist die Basis halt was Religiöses und das funktioniert nie. Ja. Und das Problem ist halt, der Mensch neigt zu Drama. Und das ist halt eben einfach, und das zu verhindern, dass es nicht halt in so einer Gruppe irgendwann dann ganz viel Drama gibt, sodass das halt alles zerbricht. Wir haben die Endlösung noch nicht gefunden, aber vielleicht irgendwann. Also Und das Problem ist halt auch, damit man sowas kaufen kann, muss man halt vorher auch ein bisschen Geld verdienen. Mal sehen. Das stimmt. gibt es noch irgendwas, was du gerne den Hörern einfach gerne mitgeben möchtest, was dir auf dem Herzen liegt so, oder... Also was ich immer ganz, ganz wichtig finde, also wer schon viel von mir gehört hat, hat das auch schon 20 Mal gehört, aber trau niemanden da draußen, also ich sage immer, trau keinem Guru, trau nur dir selbst. Jetzt habe ich gelernt auf der Ayurveda-Kur, das wusste ich nämlich vorher nicht, dass Guru bedeutet der mich aus der Ignoranz führt. Vielleicht ist es dann doch gut, wenn man einen Guru hat, aber es ist halt nicht das, was die meisten halt damit glauben und das ist halt das, was du am Anfang gesagt hast, dann war halt Dave Asprey hat dies gesagt und plötzlich haben alle gesagt, ja, dies. Und dann hat Jack Cruz hat dies gesagt und dann alle, ja, dies. Und so ist es halt einfach nicht. Also das ist halt so, wie wenn mir bei Instagram jemand schreibt,
ja, was denken Sie darüber, dass man Quercetin nicht nehmen darf bei Mastzellstörung? Und wo ich dann so, ja, darüber denke ich, dass es halt super komplex ist und dass es halt nicht eingehen ist, was hier verantwortlich für ist und dass es halt, ja, tatsächlich zu einer Komtaktivierung kommen kann, aber dass eben da noch 450 verschiedene Typs dran beteiligt sind und so weiter und dass du dir gerade diesen Kommentar geschrieben hast, das alles sowieso nicht versteht und ich deswegen jetzt auch gar keine Lust habe, das zu erklären. Ja. Und deswegen macht es halt, und weil jeder eben gerade auch, also selbst, also genetisch, epigenetisch, entwicklungsgeschichtlich, persönlich geschichtlich, eine so unterschiedliche Story mitbringt, gibt es den One-Fits-All-Approach nicht. Also das ist halt, und das ist halt meine Botschaft. Und wenn du jetzt da draußen, Guru so und so hat gesagt, mach das, und du fühlst dich damit scheiße, nein, das ist keine Erstverschlechterung. Wenn es dir, also es kann sein, aber wenn es dir nach 4 Wochen oder so immer noch zunehmend schlechter geht, dann hör bitte damit auf und finde deinen eigenen Weg. Anthony Williams. Ja, da wollen wir nicht drüber sprechen. Ich glaube, dass es den meisten Leuten dadurch besser geht, weil sie halt zum Beispiel Eier und Milch wegnehmen. Ja, weil er das ja auch sagt, das ist irgendwie pro was auch immer. Ja, ja, okay. Aber das ist halt auch ja dieses Ding, also es gibt halt eben bestimmte Sachen, was ich ja auch sage, also bei chronischen Entzündungen und bei Silent Inflammation, es gibt halt bestimmte Sachen, die bei einem hohen Prozentsatz Entzündung verursachen. Ja. Und wenn du das halt bei allen rausnimmst, dann geht es den Leuten halt erstmal besser. Und das ist halt eben auch immer der Punkt. Mir hat jetzt halt auch eine geschrieben zum Thema Protein. Ja, sie isst jetzt seit, was weiß ich, 3 Monaten oder so, isst sie halt nur noch Gemüse und Obst. Und sie isst gar kein Fleisch und auch keine Hülsenfrüchte und so. Und es geht ihr super damit. Das kannst du nach 3 Monaten nicht beurteilen. Das kann sein, dass es dir jetzt nach 3 Monaten damit super geht. Aber wir sprechen nochmal in 3 Jahren. Und unser Körper hat einfach die Bausteine unseres Körpers, alle Enzyme, aller Zellen und so weiter, sind Proteine. Ja. Und wenn du keinerlei Protein zu dir nimmst, irgendwann ist das aufgebraucht und dann fängt der Körper an, sich selber zu essen. Und dann kriegst du halt ein massives Problem. Aber das erkennst du nicht nach 3 Monaten. Und weil, wie du halt eben schon gesagt hast, wenn man halt ganz viel Entzündliches weglässt, es einem halt immer erstmal besser geht, denken halt die Leute, sie haben den Heiligen Gral gefunden. Und bleiben da oft dann auch fundamentalistisch drauf kleben. Also wir hatten das halt hier in der Praxis auch schon bei Mitarbeitern, dass dann eine halt, ihre MS halt krass viel besser geworden ist unter einer veganen Ernährung. Sie hat aber auch alles mögliche andere geändert. Also sie meditiert jetzt, ist sie super achtsam, sie hat ihren Schlaf verbessert, sie achtet auf Lichteinfluss, sie geht Eisbaden und so weiter. Und aus meiner Sicht ist das halt nicht die vegane Ernährung. Ja. Aber sie hält sich da halt krampfhaft dran fest, weil es ihr halt darunter besser geht. Und ich glaube halt, das Ziel sollte sein, gerade was Nahrung und so angeht, seinen Horizont dann halt immer weiter zu erweitern. Ich versuche es auch immer wieder mit den blöden Hülsenfrüchten, aber sie wollen nach wie vor nicht mit mir spielen. Nochmal ganz zum Schluss, also Fasten und Eisbaden, würdest du das einer richtig chronischen, gestressten Person direkt? Nein. Nee. Ja. Also das ist halt auch, also was ich in dem Zusammenhang spannend finde, kennst du bestimmt auch, also es gibt ja diese neuen, ich glaube Stanford-Studie, dass man, also wurden ja auch wieder nur arme Mäuse gequält und keine Erwachsene, keine Menschen, aber dass man, dass halt 5 Minuten massiver Stress die Auswirkungen von chronischem Stress konteragieren kann und dass es halt in dem Zusammenhang schon sinnvoll sein kann, aber Fasten ist halt nicht nur 5 Minuten, ist halt immer massiver Stress, das ist halt auch zum Beispiel, auch gerade mit Fasten, du machst OMAD oder IF und kannst nicht mehr schlafen, hör auf. Ja. Genauso, du fastest seit 4 Tagen und dein Herzschlag hat sich krass erhöht, du bist permanent tachykard, dir fallen die Haare aus, keine Ahnung, hör auf. Das sind halt so Zeichen in unserem Körper, du machst irgendeine Ernährung und deine Libido ist völlig im Keller und du hast das Gefühl, du bist jetzt asexuell, hör auf. Und ich verstehe halt, also das sind halt so Sachen, also unser Körper gibt uns ein paar klare Signale, die uns halt zeigen sollen, wenn es uns zu viel ist und also Fortpflanzungstrieb, Schlaf und so weiter sind halt klare Signale, vor allen Dingen, also zumindest wenn es sonst anders war, wo man halt eine klare Botschaft kriegt, dass das für einen nicht das Richtige ist. Und das ist halt eben auch so ein Punkt, das wird natürlich auch oft an mich herangetragen, wenn ich halt sowas schreibe über Fasten, das richtet sich ja nicht an die todkranke Person, die irgendwas hat. Also unsere letzte Podcast-Folge ging halt um Anti-Aging und da ging es halt auch viel um so Sachen wie im Eisbaden, Fasten und so weiter und High-Intensity-Intervalltraining und so weiter. Wo ich sage, klar, ist natürlich jemand, der ein chronisches Fatigue-Syndrom hat, der kann natürlich kein High-Intensity-Intervalltraining machen. Ja. Also für den wäre das halt eine Katastrophe. Dein Podcast heißt Phoenix-Podcast, ja, ne? Ja. Weil meine Praxis heißt Phoenix-Chiropraktik. Ah, das ist so ein bisschen. Dazu hat sie mich jetzt kopiert, ja. Also, nee, war wahrscheinlich halt vielleicht aus einer ähnlichen Idee raus. Ich wusste nicht, dass eure Praxis heißt.
Wie der Phönix aus der Asche so ein bisschen. Genau, genau. Das ist halt auch die Idee dabei. Wobei, also das ist halt bei uns daraus entstanden, der Titelsong, das ist meine Schwester, die da singt. Also viele denken, das bin ich, aber das bin nicht ich. Wir haben nur ähnliche Stimmen. Das ist meine Schwester. Und ich liebe halt einfach diesen Song. Und der hat halt für mich eine ganz starke Bedeutung. So dieses, ein Phönix, der aufs Neue aufersteht. Und das ist halt auch ja die Idee mit dem Podcast, halt Menschen ganz viel an die Hand zu geben, um eben wieder zu voller Energie zu kommen. Aber hast du so eine Vision und so eine Mission, wo du sagst, boah, das, weil ist ja irgendwas, ich meine, du hast die Bücher geschrieben und auch deine Follower auf Instagram und so weiter, da steht schon irgendwas dahinter, einfach den Menschen da zu helfen oder halt wirklich so viele Menschen zu erreichen, wie möglich. Ja, so viele Menschen zu erreichen, wie möglich. Und das ist halt auch einer der Gründe, warum ich mich zunehmend von dem 1:1 entferne, weil ich halt darüber, ich kann mich eben nicht klonen, ich habe mich wirklich halb tot gemacht. Also ich habe halt eine Zeit lang so viel gearbeitet. Und das ist halt auch, die Leute bleiben trotzdem undankbar. Also es ist halt, es wird einem nicht gedankt, dass man 60 Stunden die Woche macht. Das ist halt, wenn man dann mal eine Woche in Urlaub fährt, dann kriegt man beschimpfende E-Mails, was einem einfällt, dass man Urlaub macht, weil schließlich sind sie ja so krank und brauchen halt jetzt sofort einen Termin. Und das musste ich für mich halt auch lernen, dass es ja do what you preach, also dass es halt super, super entscheidend ist, dass man auch wirklich selber das umsetzt, was man den Leuten erzählt. Und da bin ich inzwischen, glaube ich, deutlich besser geworden und achte da eben viel, 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 viel mehr auf mich. Und ja. Nee, spannend. Also ich möchte mich erstmal herzlich bedanken. Und wenn ich noch was sagen darf, wir nehmen Patienten. Okay. Wer Interesse hat. Aber zum Beispiel allgemein ist es ja so, wenn jetzt Leute, weil das Problem ist, du machst so einen Podcast und dann fragen sich ganz Leute, wo kann ich jetzt Hilfe bekommen sozusagen. Ja, aber ich meine grundsätzlich, Leute, schaut auf euren Schlaf, eure Ernährung. Ja, liest mal das neueste Buch, wie heißt das von dir? Das neueste heißt Schlank und voller Energie. Und das, davor? Und das davor heißt das Anti-Entzündungsprogramm. Genau, das hat es mir so auch mal geschickt. Genau, das ist so das für lies, alle. Lies das mal und ganz egal, wo auch zu welchem funktionellen Medizin ihr in Deutschland geht, ja, ihr arbeitet an der Basis, ich glaube, das ist wichtig. Und wenn man dann noch mit jemandem zusammenarbeitet, ja, wo man wirklich mal im Detail guckt, ja, weil die meisten Leute kommen wahrscheinlich ohne irgendwie was von der Basis zu machen. Ja, und ist mal so, ich muss diese Wunderheilung, gib mir dieses Schilddrüsen-Supplement und ist alles super. Also nein, arbeitet an der Basis, Licht, ist alles wichtig. Ja. Und es ist halt auch, also es ist halt kein Prozess von heute auf morgen. Ja. Also das ist halt auch was viele haben halt diese Erwartungen. Ich werde halt auch ganz oft gefragt, lange hat es denn bei dir gedauert, bis du wieder das Gefühl hast, du bist wieder vollständig gesund. Und da muss ich halt ganz klar sagen, 2 bis 3 Jahre, würde ich sagen. Also und es ist ein Investment, also ein finanzielles Investment und ein zeitliches Investment. Ja. Und das ist was die meisten Leute nicht checken, so, okay, ich investiere so ein bisschen so, ja, nein, Gesundheit kostet Geld. Ja. Punkt. Ja. Und das finde ich ist halt auch richtig so. Ja. Und wenn ich halt denke, also ich habe halt in meiner eigenen Geschichte, also wer da jetzt mehr drüber wissen will, kann bei mir mal ein bisschen gucken, aber ich hatte halt vor 2 Jahren ein ziemlich schweres Trauma. Das ist halt was, wo ich auch immer noch für mich dran arbeiten muss. Und wenn ich halt denke, was ich meinen Coaches so zahle pro Stunde, die verdienen alle mehr als ich. Und die haben halt nicht einen Tag irgendwas studiert. Die machen tolle Arbeit, sonst würde ich ja nicht zu denen hingehen. Ja. Aber für Gesundheit, wie du sagst, muss man halt wirklich investieren und es zahlt sich nach hinten raus, glaube ich, immer aus. Also es ist halt wirklich auch ein Investment, wo man halt am Ende auch wieder was rausnehmen kann. Ist die Kombination, das ist immer das, was ich von manchen Storys gehört, so ja, hier, ich war bei dem funktionellen Mediziner und die haben nur Blut abgenommen und aber ich habe keinen Erfolg gehabt. Ist die Kombination zwischen, okay, jemanden, also dass jemand einen Coach hat, wo man wöchentlich so einen Call hat, wo es um Identität geht, Mindset und so weiter und so fort, plus ein funktionell Mediziner, ist das die beste Kombination, würdest du so sagen? Ja. Schon, ja, ne? Ja, schon. Ja. Also wir versuchen das dadurch ja auch in der Praxis stark zu integrieren. Also wir haben ja einen funktionellen Physio mit drin, weil ich halt finde, also das bin ich bei dir, glaube ich, stoße ich auf offene Ohren, aber dass halt, wenn am Körper halt irgendwas in der Integrität halt stark gestört ist, dann kommt man auch nicht weiter. Und wir versuchen tatsächlich auch selber mit, in Anführungsstrichen, zu coachen, also sehr regelmäßige Termine zu haben mit den Leuten. Und wir arbeiten aber auch mit funktionellen Coaches zusammen und mit psychologischen Beratern und so, um halt das ganze Feld abdecken zu können. Weil für viele ist es halt ganz, ganz wichtig, dass sie die Möglichkeit haben, dran zu bleiben. Und man hat bei uns aber auch, also was, glaube ich, ganz, ganz selten ist in so Praxen, also jetzt, wenn alle voll eingeweiht sind, man kann halt jeden Tag 1 bis 2 Mal eine Stunde lang einfach anrufen. Und welche Frage auch immer stellen. Und das ist halt auch sowas, was sehr viel, ja, man hat nicht gegeben ist, dass man eben Rückfragen stellen kann und so bei seinem Arzt. Und das versuchen wir halt zu verbessern und auszubauen. Es ist echt schwierig,
Also es ist halt auch für uns schwierig, da das vernünftig hinzukriegen. Und gerade, das können sich viele immer nicht vorstellen, wir haben das gestern gesagt, gestern hatten wir wirklich so einen Tag, was alles denn, mein Computer ist abgeschmiert, also der ist nicht mal ein Jahr alt, der war super teuer und er geht einfach nicht mehr, keine Ahnung warum. Dann hatte ich es gestern in Patientengesprächen am Telefon, das darf man eigentlich gar nicht erzählen, dass plötzlich der Patient weg war und ich eine Frau beim Orgasmus gehört habe. 4-mal. Das heißt, irgendwer hat sich in mein System gehackt und hat mir das halt irgendwie eingespielt. Keine Ahnung. Also völlig absurd. Und dann ging das Internet gar nicht mehr. Und das sind halt alles so Sachen, wo man so denkt, was viele, und dann ist natürlich, dann kriegen wir halt, keine Ahnung, 200 Beschwerdemails, weil das Telefon nicht ging, weil natürlich auch unsere Telefone netzbasiert sind. Ja. Ich denke, die Menschen haben überhaupt keine Vorstellung, was es bedeutet, so ein Unternehmen zu führen und sowas halt irgendwie hinzukriegen. Und es gibt halt so viele Sachen, auf die hat man keinen Einfluss. Ich habe keine Ahnung von IT und so weiter. Und mal geht's halt und mal geht's nicht. Das stimmt, auf jeden Fall. Ja, wo können Leute dich finden? Nochmal. Also man findet mich in Berlin. Unsere Praxis ist in Berlin. Wie gesagt, wir nehmen gerade neue Patienten. Das ist auch nicht immer so. Wir hatten lange eine ganz lange Warteliste, aber aktuell eben durch Aufstockung gibt es sehr schnell bei uns auch Termine. Ich habe ja einen relativ großen Instagram-Account, wo ich jetzt sehr viel mache und versuche einfach Wissen für die Massen zur Verfügung zu stellen. Ich versuche mich auch zusammenzureißen. Also mein Instagram-Account, ich versuche zumindest da nicht ganz so nerdy unterwegs zu sein. Die Sachen verständlich rüberzubringen, gelingt mir mal mehr, mal weniger gut. Ich habe meinen Podcast und ich habe halt 5 Bücher geschrieben zu dem Thema, sowohl eins über Lektine und Darm, eins über nur Hashimoto und Schilddrüsenerkrankungen, ein Kochbuch und eins über chronisch stille Entzündungen und eins über Insulinresistenz, Übergewicht und Schilddrüse im Zusammenhang. Sehr ambitioniert. Ja, das ist halt auch, da werde ich halt auch oft nachgefragt, wie machst du denn das alles? Es hat auch seine Schattenseiten, ich bin ein absolut getriebener Typ. Also das ist halt, ich kann nicht gut still und ruhig sein und so. Das ist halt was, was mir wahnsinnig schwer fällt. Und okay. Ist halt einfach so. Du hast vorhin was von T-Bone Steaks gesagt, das habe ich jetzt Lust drauf. Ja. Lass uns jetzt schnell, bevor die weg sind. Perfekt, alles, Dankeschön. Mach's gut. Ciao, ciao.